Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Green Project. Freut mich, dass du hier wieder eingeschaltet hast bei uns. Bisschen her ist es, ich muss mich jetzt auch erstmal wieder reinfuchsen, hört sich besser an. Und gucken, was wir hier überhaupt gemacht haben, was wir machen müssen, ja. Wir haben jetzt, hier ist erstmal unsere Wasserflasche, sehe ich gerade, die können wir dringend gut gebrauchen, weil, ne, Wasser und so. Gucken wir mal, kann ich die einfach rechts trinken, danke. Das tut gut. Können wir direkt was Neues abkochen hier, würde ich sagen. Wie war das jetzt nochmal? Hier rein, glaube ich, ne? So und so. Rechtsklick, jawohl. Gehen wir mal hier hin, kochen. Ach, jetzt muss ich erst wieder rausholen. Das, ey. Ah, siehst mal, so langsam geht's etwas schneller, ne? Geht's etwas schneller. So, so, so. Hier, bitte, kannst du kochen. Kein Problem. Wir brauchen Holz zum Brennen. Wo waren wir dran? Leben 70, warum nur 70? Ich glaube, es hat mittlerweile auch einen Patch gegeben, ein bisschen was geändert. Ich habe die Patch-Notes nicht gelesen. Also wenn sich etwas Gravierendes geändert hat, kannst du gerne Bescheid sagen, ja? Kein Problem, wir haben da zwei Eisen. Hatten wir hier noch irgendwas? Nein, hier haben wir auf jeden Fall einen Sack Kompost. Das heißt, ich würde sagen, obwohl unsere Axt fast schon ja kaputt ist, gucken wir jetzt erstmal, was draußen los ist. Wir haben ja 6 Uhr. Die sind voll, hier wird es langsam grün, hier wird es grün, der wächst. Das wächst alles, da wächst einer. Was sagt der Kompost hier? Da ist noch ein Sack. Okay. Danke. Sind die jetzt trocken oder sind die feucht? Ich glaube, wir tun sie lieber nochmal gießen. Ne? Wir gucken mal, ob wir die gießen können. Aber die Gießkanne hat man ja irgendwo hier hingeschmissen. Hier nicht rein. Nein, die Gießkanne hingeschmissen. Hier in den... Ja, da ist sie doch. Ja, tu sie da rein, dann tu ich sie da rein. Warum kann man das nicht direkt darüber ziehen? So, gucken wir mal, ob wir hier gießen können. Da können wir das. Sehr gut, siehst du. War mir fast klar. Stell dich nicht an, als wenn du hier direkt müde wirst. Das ist doch lächerlich. So, hol mal neues Wasser gerade hier. Danke. Oh, guck mal, da unten kommt auch nochmal was Grünes. Mhm. Mhm. Haben wir echt so einen grünen Daumen? Gefällt mir. Gefällt mir. Hier ein bisschen Wind, sieht man. Wir hatten ja in der letzten Folge hier aufgeräumt und den ganzen, das ganze trockene Gras und so weggemacht. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Auch wenn unsere Sichel fast dran glauben musste. Was soll's. So, wir dürfen nur nicht vergessen, wenn wir den Mais hier ernten, später, dass wir dann auch, ein paar Maiskolben zu neuen Samen machen. Und nicht einfach alles aufmampfen, ne? So, da ist was grün, hier ist was grün. Der wächst, der wächst. Hier haben wir noch den Stumpf. Wir hacken die jetzt einfach auseinander. Danke. Wir sind bei 28 hier, Vergiftung. Das heißt, irgendwann demnächst müssen wir mal wieder so ein Fenchel... War es Fenchel? Den wir trinken müssen. Okay. So, 5 haben wir, glaube ich, gebraucht, ne? Von denen jetzt haben wir 2. Das heißt, wir müssen noch 3 Bäume hier wegmachen. Ich hoffe, die Axt überlebt das. Wenn nicht, wird's interessant. Gut, der Anfang hier. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder war, ja? Kannst du ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob der Anfang auch so zäh ist. Weil du brauchst halt erstmal grüne Flächen, wo du was anbauen kannst. Du musst zusehen, dass die grünen Flächen größer werden, dass wir dann da hinten hinkommen und neue Gebiete erkunden können. Hier im Moment passiert ja irgendwie nicht viel, außer Bäume hacken und warten, dass das hier grün wird, ne? So, dass wir dann zum Beispiel hier durch können zur Steelworks oder an den Brunnen, was ich ja wollte. So, wir haben 4. Einen können wir noch. Ja gut, wir haben auch schon wieder einen Samen, das gefällt mir. Hopp. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir aus... den grünen Bäumen, wenn wir die fällen, halt mehr Samen rauskriegen. Ne? So. Wie sieht's aus? Ach, hier ist der ganze Zaun. Ne? Da kommen wir gar nicht durch. Nee, wir müssen hinten lang. Okay. Gehen wir mal hier durch. Hunger hat er auch schon wieder. Sollte aber reichen bis zum Anfang. Bis wir das erste Mal hier Mais machen können. So, jetzt lass mal gucken. Den Ulmensamen, den können wir noch irgendwo einsetzen. Haben wir denn noch was? Da ist ein Baum. Nehmen wir das noch was grüner. Zum Beispiel hier.
Erstmal brauchen wir ja den hier, ne? So war das doch, oder? Ne, da musste ich so machen, ne? Ach, erst der Dünger, okay. Den Dünger kann ich natürlich hin tun, wo ich möchte. Pack mal hier hin, bitteschön. So. Jetzt der Samen. Der braucht ja kein Wasser, der zieht den selber aus dem Boden. Alles klar, heißt, wir haben schon 5 Bäume. Finde ich sehr, sehr gut. So, während da irgendwas wächst, können wir nochmal hier hinten gucken gehen, was los ist. Eigentlich nichts. Haben wir eigentlich nur 70 Leben und keine 100? Ich will immer 100 Leben haben. Muss halt aufpassen, dass ich hier nirgendwo ranlatsche und Aua bekomme. Ah, guck mal hier, hier haben wir noch Stumpen. Die haben wir vergessen. Die können wir noch mitnehmen. Organischer Abfall. Danke. Ich könnte eigentlich auch die Toilette leer machen, ne? Weil ich glaube, ein funktionierendes Abwassersystem haben sie hier garantiert nicht. Ist das so oder ist dieser Blubber, wird ja auch größer und kommt näher an dich ran? Kann das sein? Ich weiß nicht. Das hier haben wir auch schon alles gelesen. Steine. Das hier. Kannst du bestimmt auch klein machen für irgendwas, wenn wir eine Spitzhacke mal haben. Gucken wir mal. Hier ist ein grüner. Den darf ich aber nicht hacken. Da haben wir ja nur das Gras rausgekriegt. Steine gibt es hier bitte. Was haben wir denn jetzt schon gesammelt? 11. Okay, die haben auch größere Stacks. Das ist schon mal gut. Sammeln wir jetzt alles ein hier. Der Steinesammler, der Steinesammler. So. Was ich schade finde, ist, dass es hier irgendwie keine Hintergrundmusik gibt, aber null. Wirklich null. Die haben wir liegen lassen, warum auch immer. So, hier sind keine Äste. Gut. Wie groß ist unsere? 20, alles klar. 5, 5, 3. Holz haben wir ohne Ende. Da weiß kein Mensch mehr, wohin damit. Gehen wir mal hier hin. Holen uns 5. Danke. Bitteschön, machen wir einen neuen. Währenddessen können wir wieder hier mal unser Feld ordentlich machen, weil diese Ecken hier, die mag ich überhaupt nicht. Das mag ich nicht. Das muss ordentlich sein hier. Da müssen auch noch 2 hin später. Und hier hinten war auch noch einer. Guck, 1, 2, 3, 4 müssen da noch hin. Okay. So, dann gehen wir Holz auffüllen. So. Passt genau. Dann haben wir hier nochmal 2 mal 5. So rum. Da, was will ihr denn? So und so. Jawohl. 5, 5, 6. Die Axt, unsere Plastikflasche. So. Aber wenn ich jetzt mal gucke, warte mal. Das hier ist ja sauber, ne? Kann ich das so trinken, ohne dass da irgendwie Dreck rauskommt? Mal gucken. Danke. Ah, nein, leider nicht. Schade. Schade. Dann gib mir mal die saubere. Können wir hier denn Dings das abkochen? Geht. Weiß zwar nicht, wie man eine Plastikflasche kochen kann, ne? Aber es geht. Okay, super. 67, 30. Wie viel hat nochmal der Tee hier? Eine Tasse Kaffee? Thymian-Tee, genau. Der war das, ne? Richtig, der macht minus 20. Okay. Sind jetzt bei 30. Das heißt aber, Thymian hatten wir noch jede Menge, ne? Thymian hatten wir noch jede Menge. Müssen wir mal gucken. Da ist noch ein Kompostsack. Den kann man direkt mitnehmen. Hat man den Thymian denn hingepackt? Irgendwo muss der liegen. Den hat man, glaube ich, draußen hingetan, ne? Ne, da haben wir noch 3. Okay. Alles klar. Der wuchs ja random hier überall immer, ne? Da ist das Heu drin für spätere etwaige Tiere. 21. Die 2 können wir mal reintun. Keine Ahnung mehr, wo wir mit dem Holz. Metallgitter ist uns gerade egal. Kann man hier nicht irgendwie. Wir gucken jetzt mal, was wir für eine Kiste brauchen. Ich will eine Kiste, wo ich Holz und so reinlagern kann. Lass mal gucken. Nützliches. Eine Holztruhe. Okay, wir brauchen Bretter. Alles klar. Das heißt, Bretter kannst du herstellen. Dafür brauchen wir die Säge. Die war hinten. Säge hier. Da ist die Säge, aber die ist so gut wie kaputt. Gucken, ob wir das noch schaffen. So, die Säge. Nützliches. Bretter.
Gib mal her. Ja. Ein da, 5, 10. Ah, mal gucken, ob das reicht. Für die 10 Bretter. Wo ist das? Kaputt. War mir klar. Genau nur einmal, ne? So, komm her. Da müssen wir unseren letzten Schleifstein benutzen. Nicht gefällt. So. Achso, es funktioniert nicht mehr. Ja, gib her. In der Werkbank reparieren, okay. So, das heißt, wieder raus. Rein. Rein. Reparieren. So. Das heißt, jetzt müssen wir schon aufpassen. Wir haben keinen Schleifstein mehr und unsere Axt ist bald auch am Arsch, ne? Da müssen wir aufpassen. Solange wir, ding, 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 ne? Solange wir kein... So. Solange wir keinen neuen Schleifstein haben, können wir die ja nicht reparieren. Die ist nicht so gut. Geht so schnell kaputt. Bin echt mal gespannt, ob man später bessere bauen kann. So, die Holztruhe. Jetzt brauchen wir die 10 Bretter hier drin. Wir brauchen den Hammer hier. Und wir brauchen die Nägel dort. Bitteschön. Haben wir mal eine vernünftige Holztruhe, die wir bauen können. Um ein bisschen was zu lagern. So, mach mal zu. Der ist hier. Wo können wir die Holztruhe hinstellen? Wir müssen mal gucken, wie groß die ist. Keine Ahnung. Kann man die irgendwie drehen? Wir stellen die mal hier neben. Mach mal auf. Sehr schön. Ja. Geht das irgendwie mit Steuerung, Rechtsklick oder so? Leider nein. Dit kann da rein, dit kann da rein, dit kann da rein. Trockene Gras nicht. Den tun wir jetzt gleich nochmal verteilen. Die können da rein. Wasser ist zum Trinken da. Die Hacke kann hier bleiben. Dahin. Aber so rum. Die können auch hier rein. Der kommt gleich unten rein. Und schon ist das Inventar wieder frei. Noch Holz rum. Warum? Weiß keiner. Da wir hier gebrannt haben, kannst du ihn eigentlich wieder draufwerfen. So, hier war das Heu. Ja. Draufpacken, bitteschön. Der kann jetzt hier hin. Wupp, sehr schön. Oh, guck mal hier wieder Tüme. Oh, der ist gewachsen. Guck mal, die sind gewachsen und hier wird was grün. Mhm. Nice. Der ist auch wieder fertig. Gib her. Also so langsam wird's. Dann müssen wir gleich mal gucken gehen, ob hinten die auch gewachsen sind. Dass wir da endlich mal reinkommen. Wenn die da alles grün machen, gefällt mir das. Sehr schön. Sehr schön. Mach mal hier. So, bitteschön. Bam. Dann ist das hier schon mal fertig. Das Feld so kann so bleiben. Die sind alle befeuchtet. Denen geht's gut. Die sind gewachsen. Können wir die schon ernten? Können wir die ernten oder brauchen die Wasser? Mal gerade gucken, ob wir die wieder gießen können. Ich weiß jetzt nicht, ob die fertig sind. Wir gießen sie gerade nochmal. Ich mag es nicht, wenn die so ausgetrocknet aussehen. Und irgendwie wird der Typ verdammt schnell müde, habe ich das Gefühl. Das geht sehr schnell, muss ich sagen. Oh, wir müssen was essen, sehe ich gerade. Gib mir mal einen Nutri-Riegel. Danke. Trinken brauchen wir noch nicht. Jetzt gehen wir mal hinten gucken. Sehr schön, sehr schön. Nur die Frage, wie kommen wir jetzt an, an neue Schleifsteine? So, hier ist auch schon was grün geworden. Sind die gewachsen? Es ist auf jeden Fall mehr grün geworden, das sehe ich schon mal. Weiß ich natürlich nicht, haben die das jetzt weggemacht oder nicht? Oder haben die hier nur... Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, hier ist schon mal Thymian, da ist Thymian, hinten ist Thymian, da haben wir schon wieder drei neue. Aber ich will jetzt nicht die Sichel benutzen, dass sie kaputt geht. Weil die brauchen wir ja noch. Und solange ich nicht weiß, wo wir Eisen für neuen Schleifstein herkriegen, müssen wir vorsichtig sein.
So, das wird noch was dauern, denke ich mal. Jetzt haben wir schon zwei. Kannst du die hier mal direkt trinken? Danke. Gehen wir mal hier hin. Benutzen die direkt, dass wir immer zwei haben. Die Feldflasche und unsere Plastikflasche. So, kannst du wieder neu kochen hier. Ah, wie ich immer vergesse, sie rauszunehmen. So, und so. Kochen hier. Sehr gut. Passt das auch. Der Herr ist müde. Der Herr hat genug Essen und Trinken auf jeden Fall. So, lass mal gucken. Nützliches. Können wir hier auch irgendwie einen Schleifstein herstellen? Garantiert. Frage ist nur, haben wir die Materialien dafür? Guck, da ist doch schon der Schleifstein. Wir brauchen einen Stein, den haben wir eingesammelt, und Eisen. Eisen haben wir doch zwei. Warte mal, das will ich sehen. Guck, da haben wir zwei Eisen. Okay, also machen wir das mal gerade. Eisen, Steine waren draußen. Steine waren, glaube ich, draußen hier. Ja. So. Gib mir die mal. Gucken wir mal, ob wir zwei neue Schleifsteine machen können. So, nicht bei Landwirtschaft, sondern bei Nützliches. Da war der Schleifstein. Alles klar. Gib mal her. Eisen. Und Steine. Einmal. Zeit eine Stunde. Zwei. Du kriegst sogar zwei raus. Das heißt, wir haben vier. Gut, das heißt, wir hätten erstmal wieder für den Anfang auf jeden Fall ein bisschen Ruhe. Und können vier Werkzeuge reparieren. Dann könnten wir auch hingehen und uns den Thymian jetzt gerade holen. Weil die Sichel können wir dann erstmal wieder reparieren. Schleifsteine packe ich jetzt auch mal hier rein. So, lass mal gucken. Wo war die Sichel? Die muss hier noch irgendwo rumfliegen. Hier? Nein, da ist der Thymian. Hier war die, glaube ich, drin, ne? Yep. Oh. Hier mal den Thymian holen. Legen den da in das Kochdinge. Ja. Hast du nass? Was? Ich dachte, das ist toller Thymian. So viel dazu. Ich dachte, das wäre alles toller Thymian hier. Das ist grünes Gras, ne? Ja, ist es. Frisches Gras, okay. So, dann gucken wir mal hinten. Pustekuchen war doch kein Thymian, sondern irgendein Unkraut. Oder er muss noch weiter wachsen. I don't know. Das hier sieht mir aber aus wie Thymian. Wieder nur Äste raus. Danke. Vielleicht muss er ja auch nur weiter wachsen. Kann das sein? Da kommen echt nur Äste raus. Nur Äste. Wahrscheinlich aus Holz. Sag bloß. Wahnsinn. Wahrscheinlich sind die aus Holz. Hammer. Gut, es war kein Thymian, sondern Grünfutter. Super, duper. Hosenpuper. Naja. Überall wird es langsam grün. Wir haben fünf Bäume. Wir haben eine Kiste gebaut. Wir haben rundherum jetzt hier was zu essen, zu trinken. Alles geregelt. Vier neue Schleifsteine. Mal schauen, wie sich das Grün entwickelt. Ich hoffe, dass sich da hinten jetzt demnächst eine Lücke auftut, sodass wir dann mal da gucken gehen können, weil wir was zu essen brauchen und einfach noch mehr erkunden wollen. Ja? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.